Hallo und willkommen zu Abschreibung von Einzelforderungen wegen Insolvenz, was du in diesem Video lernen wirst. Zuerst einmal, wir schauen nochmal schnell, wie entsteht eine Forderung. Dann, wann werden Forderungen überhaupt abgeschrieben? Wie korrigiere ich die Umsatzsteuer? Und wie buche ich letztlich diese Abschreibung? Und das Ganze machen wir mit T-Konten, dann wird das sehr, sehr viel übersichtlicher. Als kleiner Reminder, wie entsteht eine Forderung? Beispielsweise so. Wir verkaufen an das Unternehmen Fischer GmbH fertige Produkte im Wert von 5.950 Euro inklusive Umsatzsteuer und das Ganze auf Ziel. Heißt, ich brauche folgende drei Konten, Forderungen, Umsatzsteuer und Umsatzerlöse. Bedeutet also, wir versenden die fertigen Produkte an die Fischer GmbH und schicken dazu eine Rechnung mit. Auf dieser steht, wir möchten 5.950 Euro insgesamt inklusive Steuern haben. Das ist unsere Forderung, die verbuchen wir hier im Soll. Darin enthalten sind für uns 950 Euro Umsatzsteuer und 5000 Euro Netto-Umsatzerlöse, die wir im Haben verbuchen. So sieht das Ganze aus, wenn wir etwas auf Ziel verkaufen. So, normalerweise wäre jetzt folgender Fall. Wir würden irgendwann einen Geldeingang bekommen auf unserem Bankkonto in Höhe von 5950 Euro und entsprechend würden wir das bei den Forderungen im Haben buchen und die Rechnung wäre bezahlt. Und alles ist soweit gut. Jetzt ist aber folgendes Problem, könnte auftreten. Und zwar, dass ich diesen Geldeingang gar nie erhalte. Das heißt, was genau müssen wir eigentlich machen, wenn die Fischer GmbH uns mitteilt, dass sie die Rechnung nicht bezahlen kann und wir das Geld nie erhalten werden? Genau das schauen wir uns jetzt an. Also, erster Fall, Insolvenzverfahren wird eröffnet. Das heißt, am 5. März beispielsweise teilt uns die Fischer GmbH mit, dass das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Nehmen Sie die entsprechende Buchung vor. Insolvenzverfahren bedeutet, die Fischer GmbH gibt sich geschlagen und sagt, wir sind pleite, wir werden nicht bezahlen können. Dann passiert Folgendes. Ich nehme nochmal meine Buchung her von der Forderung. Was jetzt passiert ist, dass wenn ich weiß, ich werde die Steuer erstmal nicht erhalten, denn es wird ein Insolvenzverfahren eröffnet, dann ist es ganz wichtig, das Finanzamt ist ja nicht zu Späßen aufgelegt, also muss ich erstmal die komplette Umsatzsteuer eliminieren. Ich darf die jetzt nicht weiterhin in meiner Bilanz verbucht lassen und eine ausstehende Umsatzsteuerbuchung bestehen lassen von 950 Euro, sondern der erste Hinweis ist, Insolvenzverfahren eröffnet, Umsatzsteuer eliminieren. Das mache ich, indem ich im Soll jetzt wieder 950 Euro buche. Das heißt, mein Umsatzsteuerkonto geht wieder auf Null. Ich kann nicht mit einer Umsatzsteuer planen, die ich aller Voraussicht nach nicht erhalten werde oder ich noch nicht weiß, in welcher Höhe. Also die Steuer dann sofort killen. So, das heißt, wenn ich 950 Euro bei der Steuer im Soll buche, buche ich die bei meiner Forderung, wo ja die Umsatzsteuer mit verbucht ist, im Haben und rechne die praktisch komplett aus meinen T-Konten aus. Also ist mein Buchungssatz bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens 4800 Umsatzsteuer 950 Euro an 2400 Forderungen aus Lieferung und Leistung 950 Euro, damit da einfach keine Steuer verbucht ist, die ich vermutlich niemals kriegen werde. Gehen wir einen Schritt weiter. Das Insolvenzverfahren lief jetzt ein paar Wochen und wurde abgeschlossen. Und das Ergebnis ist, wir haben keinen Geldeingang. Das könnte jetzt so aussehen, dass da steht, Insolvenzverfahren wurde beendet. Der Insolvenzverwalter teilt uns mit, dass wir keinen Geldeingang erhalten werden. Nehmen Sie die entsprechende Buchung vor. Das heißt, ich nehme nochmal meinen Fall her. Hier stehe ich gerade. In weiß ist dargestellt die Forderung, die ich gebucht habe. Dann in gelb die Umsatzsteuer, die ich rausgerechnet habe und ausgebucht habe. Und nun ist es so, dass ich links oben beim Forderungskonto habe ich ja noch 5000 Euro stehen. Diese 5000 Euro muss ich nun ausbuchen im Haben, damit die verschwinden. Und jetzt habe ich eigentlich gehofft, ich bekomme zumindest einen Teil von diesem Geld. Jetzt ist aber der Fall, ich bekomme gar kein Geld. Also die 5000 Euro sind verloren. Die buche ich dann also als Aufwand. Dafür gibt es ein extra Konto, das nennt sich 6951 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, heißt das. So, und da buche ich im Soll diese 5000 Euro, die ich nie erhalten werde. Die habe ich also als Verlust, deshalb ein Sechserkonto, ein Aufwandskonto und die gehen dann ans G&V-Konto.
Und jetzt sehe ich auch sehr schön, ich habe Umsatzerlöse anfangs gebucht in Höhe von 5.000 Euro im Haben und jetzt buche ich parallel dazu auf dem 6er Konto einen Aufwand von 5.000 Euro. Das heißt, letztlich habe ich auf dem G&V-Konto keinen Gewinn oder Verlust, weil ich eben diese Forderung nie erhalten werde. Das heißt, die zwei Beträge, die gleichen sich jetzt aus auf dem G&V-Konto. Was ich natürlich habe auf dem G&V-Konto, sind die Herstellkosten. Das heißt, die verliere ich natürlich für die fertigen Produkte, die ich hergestellt habe, aber wofür ich nie Geld bekommen werde. Das heißt, ich habe meinen Buchungssatz für die Abschreibung, wenn ich keinen Geldeingang habe, in rot dargestellt. Also 6951 Abschreibungen von Forderungen wegen Uneinbringlichkeit 5.000 Euro. An 2400 Forderungen aus Lieferung und Leistung 5.000 Euro, damit diese Forderung einfach nicht mehr verbucht ist, denn das Verfahren ist abgeschlossen. Der zweite Fall, der möglich ist, das heißt, es hat jetzt nichts mehr mit dem vorherigen Fall zu tun, ist, dass das Insolvenzverfahren abgeschlossen wurde und wir bekommen eine Teilzahlung. Könnte also so aussehen, das Insolvenzverfahren wurde beendet. Der Insolvenzverwalter teilt uns mit, dass wir lediglich 40% der ausstehenden Forderungen erhalten werden. Nehmen Sie die entsprechende Buchung vor. Das bedeutet, ich habe nun nicht den kompletten Betrag überwiesen bekommen, aber zumindest 40% werde ich erhalten und die 60%, die übrig sind, die muss ich abschreiben. Übrigens sind diese 40% einfach nur von mir ausgewählt, das kann jede Prozentzahl im Endeffekt sein. Also wieder die Ausgangslage, in weiß die Forderung, die ich möchte, in gelb die Umsatzsteuer, die ich eliminiert habe und nun geht es um diese Summe. 5.950 Euro wollte ich ursprünglich haben und davon bekomme ich jetzt lediglich 40% überwiesen. Das heißt, auf meinem Bankkonto gehen jetzt 40% ein, also 2.380 Euro und da ist die Umsatzsteuer schon mit drin. Das heißt, von diesen 2.380 Euro sind 380 Euro Umsatzsteuer. Das heißt, meine Forderung selber verringert sich um 2.000 Euro. Das ist dann mein erster Schritt, wenn ich einen Geldeingang bekomme, ich verbuche diesen. Das heißt, mein Buchungssatz für den Geldeingang wäre dann entsprechend 2800 Bank, 2380 Euro, also 40% vom ursprünglichen Betrag, an 2400 Forderungen, 2000 Euro und Umsatzsteuer 380 Euro. Die Umsatzsteuer muss ich hier jetzt wieder buchen, weil ich zuvor ja die komplette Umsatzsteuer eliminiert habe. Das heißt, wenn ich jetzt doch Geld bekomme, buche ich die wieder neu. So, und jetzt kommt der zweite Schritt. Auf meinem Forderungskonto links oben, da ist jetzt noch ein Restbetrag von 3.000 Euro, hier in rot. Und diese 3.000 Euro, das sind die anderen 60%, die ich nie erhalten werde. Das heißt, die schreibe ich jetzt wieder ab. Und zwar auf mein Konto 6951 Abschreibungen, Forderungen wegen Uneinbringlichkeit. Dort werden sie wieder im Soll gebucht. Und dann habe ich den Buchungssatz für die Abschreibung. 6951 Abschreibungen aus Forderungen 3.000 Euro an 2400 Forderungen aus Lieferung und Leistung 3.000 Euro. Und dann gibt es noch einen Fall. Und zwar, dass das Verfahren abgeschlossen wurde und plötzlich bekomme ich doch noch Geld, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Das heißt, das Insolvenzverfahren wurde beendet. Und der Insolvenzverwalter teilt uns mit, dass wir keinen Geldeingang erhalten werden. Also wie im ersten Fall. Und jetzt einen Monat später geht überraschend doch noch eine Zahlung in Höhe von 595 Euro ein. Jetzt ist das Ganze wie folgt. Das hier war mein erster Fall. Das heißt in weiß die Forderung, die ich gerne gehabt hätte. Dann die Korrektur in gelb der Umsatzsteuer. Und dann eben die 5.000 Euro in rot, die ich abgeschrieben habe, weil ich die Meldung erhalten habe, wir bekommen gar kein Geld. Und jetzt geht eben überraschend doch noch Geld ein und das muss ich dann wie folgt verbuchen. Das heißt, mein Bankkonto nimmt jetzt zu um 595 Euro. Darin enthalten ist wieder eine Umsatzsteuer von 95 Euro, die ich dann neu verbuchen muss. Und jetzt habe ich eben diesen Geldeingang, also buche ich den als Ertragskonto auf ein Ertragskonto, auf ein Fünferkonto und da gibt es extra eins dafür, das nennt sich 5460 Erlöse aus abgeschriebenen Forderungen. Das heißt, wenn doch noch Geld eingeht, habe ich dieses Konto und dort kann ich dann im Haben diese 500 Euro netto verbuchen als Gewinn, mit dem ich gar nicht gerechnet habe oder als Ertrag, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das heißt, hier ist dann mein Buchungssatz für den Geldeingang 2800 Bank 595 Euro an 5460 Erlöse aus den abgeschriebenen Forderungen 500 Euro und eben neu gebucht die Umsatzsteuer in Höhe von 95 Euro.
Und das war's. Und ich hoffe, das war einleuchtend. Wenn nicht, vielleicht nochmal draufschauen oder mir eine Frage stellen in den Kommentaren auf Instagram. Und ich wünsche euch ansonsten super viel Erfolg beim Lernen.